Rund 100 junge Freiwillige wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Hälfte bekam eine Woche lang von morgens bis abends Waffeln, Milchshakes, getoastete Sandwiches, Burger und anderes Fastfood. Die andere Hälfte ernährte sich gesund. Die Forscher fanden heraus, bereits nach einer Woche fiel es den Fastfood-Essern deutlich schwerer, nicht immer weiter zu essen, obwohl sie eigentlich hätten satt sein müssen. Wenn ihnen ungesunde Snacks angeboten wurden, hatten sie deutlich mehr Appetit darauf als die Teilnehmer, die sich gesund ernährten. Normalerweise ist es so, wenn man satt ist, dann unterdrückt ein bestimmter Teil des Gehirns, der Hippocampus, das Verlangen nach noch mehr Essen. Die Forscher glauben, das Sättigungsgefühl funktioniert nicht mehr richtig, wenn man sehr viel Fastfood isst. Zu viel Fastfood schadet also wohl nicht nur dem Körper, sondern auch dem Gehirn. Am Ende kam raus, was eigentlich auch schon vorher klar war. Wenn überhaupt, dann ist es besser, nur ab und zu mal Fastfood zu essen. Es gibt eine Menge Lebensmittel, die gesünder für den Körper und für das Gehirn sind.